So, herzlich willkommen zurück zu FIFA. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Spiel. Oder vielleicht sogar mit dem nächsten Spiel. Ich weiß es nicht, über Einkauf zu können. Ah, ich will doch nicht in den Kalender. Spring doch nicht um, wie sonst was. Komm, gib her. So, ich möchte gerne die Nachrichten lesen. Wolfsburg möchte Krüger für 47 Millionen. Ja, das ist viel Geld, aber. Da kann ich vielleicht sogar den einen oder anderen. Ich habe jetzt 31 Millionen auf dem Konto plus die. Weil ich halt den Kader noch ein bisschen aufbauen will oder umbauen will. Da muss noch ein bisschen was kommen an Neuzugängen. Wie vorher gesagt, zwei Sechser und zwei Innenverteidiger möchte ich haben. Vielleicht sogar noch einen Linksverteidiger holen. Oh, Freiburg kann man. Ah, Freiburg kann man tatsächlich. Ja, es kommt. Spring ruhig rum. Spring ruhig rum, wie du das in Laune hast. Das ist mir wurscht. Komm. Dankeschön. So, also ein Leihangebot. Ich möchte aber Spezial, vergiss es, Alter. Was wollt ihr von mir jetzt? Ablehnen, lass mich in Ruhe. So, erstmal sowas. Wie haben wir denn in Kohle insgesamt? 31 Millionen, ja. Für das Geld werden wir uns auf jeden Fall jetzt erstmal noch einen Innenverteidiger verpflichten. Wir werden im FCA sondern jetzt bei Klostermann noch dazwischen funken. Was haben sie geboten? 49 Millionen. Na gut, okay. Da können wir nicht dazwischen funken. So viel zum Thema. Ich hatte 19 gelesen. Ich dachte mir, ja, die guckst du noch irgendwie dazwischen gefunkt, die Kohle. Na, ist schon durch der Transfer. Ich möchte doch nur gerade mal einen Spieler suchen. So, jetzt brauche ich nämlich noch. Ich brauche nämlich noch einen Innenverteidiger, das ist ganz klar. Das ist ganz klar. So. Lacroix ist wahrscheinlich schon weg, ne? An den, oder kriege ich den noch? Ja. 77er Innenverteidiger. Aber ich brauche halt. Alternative zu meinen beiden Jungs da hinten drin, definitiv. Athletic Bilbao, die haben für, oder Atletico Madrid, die haben vielleicht sogar den einen oder anderen noch guten. Nico Elvedi. Mhm. Warte mal, ich habe ja so ein paar Jungs auf der Scout-Liste. Die Frage, was kommt da? Es sind ja ein paar Leute, die ich auf der auf dem Wunsch habe. Die kommen noch nicht, ne? Das
Scout-Aufträge, das wollte ich haben. Ach Mann, ja, würde ich nicht. Atletico. Athletik Bilbao. Ich brauche dringend zwei neue Innenverteidiger für die Kohle auf jeden Fall. Wenn die Frage ist, wer kommt. Ja, für 1 Million Freigabesumme wird der nicht, wird der keine Mega-Werte haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Der wird nicht den die Megakohle bringen. Was habe ich gesagt? Was habe ich jetzt auf dem Konto? Ja, ich muss mal gucken, was jetzt noch kommt. Was jetzt noch kommt. In erster Linie muss ich gucken, dass wir bei den Verteidigern zubekommen da hinten. So, gehen wir auch mal rein ins Spiel gegen Freiburg. Komm. So, gehen wir rauf rein ans Match. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Ihre Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir übertragen Ihnen heute ein Spiel vom ersten Spieltag der Bundesliga. SC Freiburg gegen Schalke 04. Jetzt geht sie also endlich wieder los, die Liga. Spieltag 1. Beide Mannschaften haben eine lange Vorbereitung hinter sich. Und auch die Fans erwarten diese Punktspiele. Es kribbelt, keine Frage, Wolf. Endlich geht's rein in die neue Saison. Genau so ist es. Das erste Spiel haben wir schon mal gewonnen gegen den FC Bayern. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. So. In Freiburg wollen wir natürlich heute den ersten Schritt machen in Richtung... Ja, Titel. Ich will das Ding heute, ich will die Saison diese Titel gewinnen. Und da muss halt trotzdem noch Minimum 4 bis 5 Spieler kommen. Der Rest steht eigentlich, das Grundgerüst steht, die Offensive bleibt so. Aber Fakt ist, dass definitiv noch Minimum 2 Innenverteidiger kommen wollen sollen. Eventuell noch ein Rechtsverteidiger, die komplette Defensive zu auseinandernehmen und zwei neue Sechser bringen. Also, dass 5 bis 6 Spieler noch kommen sollen. Müssen wir mal gucken, wie die finanziellen Spielräume sind. Krüger wird den Verein verlassen, der soll wohl richtig Geld bringen. Und dann kann man vielleicht sogar den einen oder anderen Topstar holen. Aber ich werde versuchen, das mal zu machen, jetzt jedenfalls in Betrieb. Aber gucken wir mal einfach, was noch passiert in den nächsten Tagen. Hammer. Pape Abu Sissé. Also, wie gesagt, gegen Freiburg wollen wir den ersten... Patrick Herrmann, okay. Gibt es das denn? Kein Tor! Uiuiuiui, Timo Horn, ja?
zu wenig. Ja, ich bereue es gerade so ein bisschen, dass ich Dings weggegeben habe. Auf ihn wird's ankommen. Lass ihn Bujel ab. Zwei Treffer zuletzt für ihn. Entsprechend wird er hier auch heute auftreten. Super Pass. Und. Wer war denn das? Der Rose. Das stimmt eigentlich alles. Nur die entscheidenden Zentimeter. Es gibt ein Tor aus der Düsseldorf Arena zu vermelden. Rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Hoffenheim. Neuer Spielstand damit 1-0. Also die zu Düsseldorf darf schon aufgestiegen, diese Saison. In der letzten Saison. Wird das eine Torschance? Vincenzo Grifo. Oh, der Ball war nicht schlecht da auf die Außenbahn. Grifo. Diese Chance haben sie mehr oder weniger verschenkt. Genau so ist es, Wolf. So einfach dürfen sie es eben nicht machen. Ballgewinn, gefährliche Position. Glück gehabt. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Jetzt der Ball, Kotschab auf Thibaut Becker. Jetzt der paar schöne Ball da vorne hin. Auf Marco Richter, vielleicht der Richter. Jetzt die Flanke. Der Rose. Eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ja. Ja, ja. Kein Grund zur Aufregung, er hat da nicht richtig getroffen. Muss er abfangen. Rodriguez. So, im Olympiastadion gibt es Neuigkeiten. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe mal eben rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor Berlin. Für Hertha BSC. Neuer Spielstand damit. Kolasinac gegen Patrick Herrmann. Danke für dieses kurze Update. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Gut gelöst. Ja, es steht mir noch nicht so sattelfest, wie ich das gerne hätte. Spiel gab es 11 Meter. Ich gehe mal ins Studio. Es gab hier einen Strafstoß für die Gastgeber. Und diese Chance haben sie sich nicht entgehen lassen. Es war ein wunderbarer Elfmeter. Eiskalt und nervenstark. Schaut, wohin sich der Torwart orientiert. Ja, so ja es ist gerade nicht unbedingt das. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind hier 27 Minuten. Dankeschön für diese Infos. Mir gefällt es gerade momentan nicht. Und das ist halt genau das Problem. Es ist nichts momentan, was es soll. Also ich... So mit der Mannschaft wird es ein bisschen schwierig werden, wenn sie nicht ins Rollen kommen. Ja, es gefällt mir nicht. Es gefällt mir 0,0 gerade momentan. Und das ist halt genau das, was ich meine. Der Kader muss umgebaut werden. Und das ist es einfach. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Ja, vielleicht plane ich die Rückholaktion von Paulinho. Gucken, was passiert. Matthias Vecino. Matthias Vecino. Vincenzo Grifo. Wacker. Sieht gefährlich aus. Macht er das Tor? Das ist gerade Timo Horn mit zwei Situationen. Ne, der gut hält. Milo Drašica. Rashica, schöner Ball auf. Alario. Flanke kommt nicht durch. Richter und der Keeper, der Freiburger, ja, mit einer super guten. Da zeigt er sein ganzes Können. Aber das war gefährlich, keine Frage. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht komm ich rein in dieses Spiel. Ich komme nicht in dieses Spiel. Ich meine, das war jetzt mal eine Situation, eine gute Situation, aber wie gesagt, man merkt, dass einfach in dem Kader noch ein bisschen was passieren muss. Oder soll. Und Herrmann. Sehr effektiv, dieses frühe Pressing. Ja, kein Ding, Wiedmar gegen Latza. Gut gemacht. Cool aufgepasst und verteidigt. 0-0 zur Pause. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0. Und die Freiburger haben es verdient eigentlich gehabt. Ein Team in der zweiten Hälfte. So, gucken wir mal, was die Zwischenstände machen. Okay. Naja, mal gucken, was passiert. Durchgang 2 läuft. Schalke hat angestoßen. Und Richter verliert den Ball an Grifo. Vincenzo, das passiert auch sehr selten, dass der das mal verliert und dann sich komplett aus dem Spiel dran nehmen muss. Ach,
Also wenn einer momentan die dicken Chancen hat, ist es der FC Freiburg. Am Ende geht der Transfer also über die Bühne. War doch ja nicht, war kein Abseits, war doch ein klar nur. Ein echter Kuhwolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Griffo. Und abgefangen vom Verteidiger diese Hereingabe. Milot Rashica. Rashica. Lucas Alario. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Richter! Und das war der Keeper noch dran an dem Ding. Der hat den gehalten. Das hätte ich nie gedacht, dass er mir den noch mitnimmt. Ja, gut gehalten. Da haben sie mal eine gute Chance gesehen, die Schalker. Ja, Becker. Er blockt die Hereingabe. Und dann kommt der Ball nicht durch. Er hat bislang in diesem Spiel doch eine sehr durchwachsene Leistung gezeigt. Wie siehst du das? Dass es hier bislang nur unentschieden steht, das liegt auch so ein wenig an ihm. Denn bisher bleibt er eher blass. Kaum Chancen, keine Tore. Das ist nicht das Niveau, das wir normalerweise von ihm kennen. Ludwig. Ich bin mir relativ sicher, der dreht hier nach der Pause auf. Chance zur Flanke jetzt. Und Tor! Milot Rashica! 0-1. Und es ist tatsächlich nicht ganz unverdient. Es ist unverdient eigentlich, muss ich sagen. Die Freiburger hatten mehr, viel mehr vom Spiel, aber die Schalker machen es dann irgendwann. Gegen die Bayern durchgehauen und jetzt auch noch gegen den SC Freiburg, Fragezeichen, durch die beiden des Verteidigers und dann war der Keeper machtlos. Und dann ist es Milot Rashica mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Für den neuen Arbeitgeber, wohlgemerkt. So, jetzt wechseln wir um. So, Rashica, Alario mal raus. Bringen wir Kalajdzic, Kobylanski neu in die Mannschaft für Bujalab. Und dann probieren wir es einfach mal. Das 1:0, mal sehen, wie es hier weitergeht. Doppelwechsel, ja. Ja, es muss ein bisschen was werden. Tor für Schalke 04. Die Nummer 8, Milot Rashica. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für den SC Freiburg. Sie treffen uns auswärts auf die Bayern. Gegen Bayern München. Jetzt aus. Ne, auswärts, auswärts, ja. Und da verlieren sie den Ball. Ah, den Ballverlust von. Unterbrechung wird hier gewechselt. Ah, das hätte gefährlich werden können. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Sie nehmen eine Auswechslung vor. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Rodriguez. Ah, der ist weg. Sie bekommen den Abstoß. Kolasinac. Es gibt ein Tor in der Düsseldorf Arena. Im Studio. Schöner Ball auf Kalajdzic. Tor für Hoffenheim. Damit steht's hier also 4:0. Kalajdzic. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Und Hirose. Ja, aber die Parade vorher, die war sensationell. Die war gut gemacht. Er hat ein paar Schalke Sachen gut gehalten. Zu tun bekommt. Es geht gegen Och, nö, ernsthaft. Im nächsten Bundesligaspiel. Sicher keine einfache Aufgabe, aber Chancen gibt es auf jeden Fall. Ball ist wieder weg. Das könnte die letzte Chance auf den Ausgleich sein. Ja, das heißt der Elfmeter, ne? Ernsthaft, das den Mann. Marco unnötig wieder. Cabral. In der falschen Ecke. Der Ball ab durch die Mitte. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1.
Sie schalten auf also. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Schöne Flanke. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Ah, Mann. Ball im Sa- Klar, du musst jetzt natürlich was bringen. Was wächst. Aus gibt jetzt natürlich Einwurf. Die Nummer 32, Vincenzo Grifo. Neu da. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Lukas Höhler, Wechsel bei Schalke 04. Von viel vor das Lange. Der Keeper hält. Das kann nicht sein, dass der mit einer einsamen Bewegung drei Mann steht. Das ist klar. Ja, es wird keine Folge von 5 Minuten. Freiburg dreht wirklich in der letzten Sekunde noch. Hammer. Ein Spiel, was eigentlich durch ist. Was du eigentlich... Joachim Andersen. Ist hier jetzt gefordert. Viel Platz jetzt auf vielleicht doch noch irgendwie den Punkt mitnehmen. Mit der letzten Aktion könnten sie hier noch den Ausgleich packen. Der Ball kommt. Das war's. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Man startet mit einer Niederlage und man hat eigentlich mal Ambitionen nach ganz oben. Niederlage also im ersten Spiel, das ist alles andere als ein Wunschergebnis. Da wird es Umstellungen geben. Definitiv. Chance lebt noch. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich keine Worte gerade. Hammer. So kann man nicht in der Saison starten. Also definitiv nicht. Da muss definitiv einiges passieren in der neuen Saison. Ja, also kein Jugendsohn. Ja, ich dachte mir schon. Kein Schauting-Bericht für deinen Spieler. Gut, dann gehen wir weiter und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das muss erstmal so ein bisschen verarbeitet werden gerade.